Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Infected. Wir sind wieder da, wir haben in der letzten Folge unheimlich und unverschämt viel Glück gehabt, indem wir uns jede Menge... Also es sind zwei Ziegen, die haben wir freundlich eingeladen, die haben uns besucht, die sind hierher gekommen und naja, was soll ich sagen, wir haben halt einfach... Wir waren in guter Gesellschaft. Die Ziegen hatten gute Laune, ich hatte gute Laune und wir haben einfach angefangen, nachdem sie dann Platz genommen haben, haben wir einfach angefangen, ihnen das Fleisch und die Haut vom Körper zu ziehen. Und naja, wir waren einfach, also wir waren in super Gesellschaft, ja. Anders kann man das nicht sagen. Uns ging es allen gut. So, jetzt warte mal, bevor ich hier Kacke laber. Ich muss mal ganz kurz, wir müssen Hände waschen. So. Wunderbar. Wir sind in der letzten Folge dabei gewesen, hier einmal noch so ein paar Spikes drumherum zu ziehen. Das ist wichtig, das sollten wir tun. Weil natürlich immer die Gefahr besteht, dass die Viechers, die hier spawnen, uns auch hier an der Hütte irgendwas kaputt machen wollen. Und so verschaffen wir uns ein bisschen Zeit. Das Ding ist, die werden die nicht lange aufhalten, aller Voraussicht nach. Das ist natürlich durchaus ein Problem. Aber was willst du machen? Vielleicht verschaffen die Dinger uns wenigstens ein bisschen Zeit. Ob es so ist, weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall dringend was trinken. Ja, ob es so ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Aber... Huch! Aber zumindest... Ja, zumindest sind wir wenigstens ein bisschen safe. Hoffe ich zumindest. Oh, wir haben rohe Leber. Warum sollten wir rohe Leber haben? Ah, das bringt uns Fett. Okay. Ist das gut? Wahrscheinlich ja, ne? Sollten wir die da auch mal drauflegen? Okay, wir haben ein bisschen was zu essen, das ist gut. Leider wird das halt nicht lange halten. Ja, und irgendwann kaputt gehen. Aber was willst du machen, ne? Scheiße, da ist sauberes Wasser. Das ist schmutziges Wasser. Ja, komm. Rein da. Okay. Achso, warte, ich muss die Leber gleich noch runternehmen. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Ich muss mich gerade mal ein bisschen anders da hinsetzen. Wir sind ganz gut dabei. Wir müssen jetzt noch gucken, dass wir die Spikes um unser Gebäude hier einmal rum fertig noch bauen. Naja, und dann wird irgendwann der Moment kommen, dass wir es über uns ergehen lassen müssen. Was auch immer da passieren mag. Wir brauchen einen Köcher. Wo bekommen wir den? Hier? Ah, zweimal Tier... Oh, zum Glück haben wir zweimal Tierhaut. Ehre an die zwei Ziegen, die hierher zu uns gekommen sind. Man kann ihnen gar nicht oft genug danken. Was für ehrenwerte Tiere. Oh, warte mal. Alter, die Leber ist voll das Power-Ding. Krass. Lass mal noch die Gurke hier ernten. Ja, die gibt jetzt auch noch ein bisschen Power, das ist okay. So, Tierhaut war das zweimal und zwei Seile. Und dann machen wir einen Köcher. Geil. Und da können wir jetzt Pfeile reinpacken. Dafür müssen wir aber erstmal Pfeile machen. Was braucht man für die Pfeile? Betäubungspfeil, Knochenpfeil. Knochensplitter. Oh. Ah, kann nur an der verbesserten Werkbank hergestellt werden. Okay, die haben wir nicht. Also einen Stein, eine Feder, ein Stock, ein Seil. Oder... Feder. Was war das noch? Stock, ne? Und Stein. Ist natürlich immer schön. Man kann die Sachen ja ruhig... Also man kann doch bestimmt hier fünf Steine jetzt hinpacken und dann... Da kommt doch ein bisschen mehr bei rum, oder? Wenn ich jetzt hier fünf Steine hinpacke...
Davon 5 und dann... Nee, sag mir nicht, man muss immer die exakte Menge haben. Das ist doch aber... Aber das wäre ja Blödsinn. Konnte man das nicht auch irgendwie hier raus craften? Ah. Oh. Cool. Das sind schon mal 4 Stück gewesen. 10 haben wir jetzt da drin. Wunderbar. Ist ja geil, dass man das hier raus direkt craften kann. Das finde ich sehr, sehr gut. Warte mal, was fehlt uns denn? Feder. Ach, die Stöcke. Jo, natürlich. So. Warte. Gegenstände. Pfeile. Oh. Ich weiß nicht, wie viele in den Köcher reingehen, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber wir können es aber mal ausprobieren, wie viele es am Ende des Tages sind. Gegenstände, Pfeile. Warte. Das Ding ist natürlich, die werden wahrscheinlich auch was wiegen, ne? Ich denke nicht, dass das gratis quasi ist. Das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Aber wir haben immerhin schon mal 21 Pfeile da drin, was, glaube ich, jetzt erstmal nicht verkehrt ist. Ich glaube, wir gucken einfach mal, wie wir damit arbeiten können. Wir werden uns wahrscheinlich noch ein paar mehr machen müssen. Und wichtig wird es sein, auch Viecher zu sammeln für Federn. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Pass auf, Gegenstände, wir brauchen Sonstiges. Wir brauchen noch mehr Seile. Wie gingen die nochmal? Mit 2 Pflanzenfasern. Okay. Okay, warte. War das an der Werkbank? Ah, okay. Warte. So. Zack. Wunderbar. Okay. Holz sammeln. Uns fehlen hier noch so ein paar Sachen. Warte mal, wir können hier die Seile aber schon mal dran packen. Okay, haben wir überall Seilen. Ja, hier fehlt uns überall Holz. Okay, dann gehen wir nochmal Holz hacken, würde ich sagen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir fertig bekommen, dieses Gerät. Dann sind wir hier richtig gut dabei. Richtig gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon, wenn der 14. Tag rum ist und wir vielleicht auch mal ein bisschen auf Hatz gehen können. Und nochmal ein bisschen erkunden können. Ich weiß, viele von euch sagen schon, ja, Tobi, der Spielstand, der wird kaputt gehen, das wirst du niemals schaffen. Du gehst ja gar nicht jagen, du gehst ja gar nicht unterwegs und so. Aber ich bin ganz ehrlich, ich gehe immer gerne dann bei solchen Spielen los, wenn wir zu Hause eine Base haben, wo wir nach Hause kommen und nicht erst noch alles irgendwie regeln müssen und Angst haben müssen, dass wenn wir angegriffen werden, dass dann alles hier kaputt geht und so. Ich habe das gerne erstmal zu Hause safe, bevor wir dann auf jeden Fall, wir gehen auf Reisen. Aber ich mag es immer erstmal, wenn hier zu Hause alles läuft. Verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, da sind wir gerade wirklich auf einem sehr guten Weg, das hinzubekommen. So. Bam. Sticks and Stones, ne? Sticks and Stones. So, wir können das Feuerholz auseinandernehmen, dann kriegen wir noch mehr Stöcker draus, das ist sehr gut. 2 von 4, dann nehmen wir das hier nochmal auseinander. So, das hier auch. Guck mal, da machen wir uns richtig fett Stöcker draus. Dann haben wir keinen Platz mehr. Oh no, weil wir die Seile noch dabei haben. Ich pack mal hier gerade das Feuerholz hin. So. Google Mole. Super. Bam, bam. 3 von 4, das heißt, da fehlen uns noch 2, 3 Stöckchen. Und dann müssten wir hier... Oh, einer fehlt noch. Na komm. Passt schon. Und rein. Bam. Und schon sind wir zumindest vom Gefühl her. Ich weiß nicht, ob es nur ein Gefühl ist, aber zumindest hier so halbwegs vom Gefühl her sehr gut dabei. Das Ding ist natürlich, wir können jetzt nicht so easygoing darunter. Darunter. Und wir können noch kein Holz darunter bringen. Falls wir jetzt irgendwann uns entscheiden sollten zu sagen, ah,
Ich würde jetzt hier aber gerne ein bisschen anbauen. Dann werden wir leider Gottes... Das geht nicht anders. Dann werden wir die zwischendrin mal wegreißen müssen. Aber dann ist es so. Wir können da nicht mit rüberfahren, ne? Das geht nicht. Gut. Ich habe nichts gesagt. Das ist durchaus wild. Ist halt nur die Frage, können wir das auch wieder aufheben, das Ding? Ja. Geht. Ich sag dazu nichts. Ich finde, das ist vollkommen normales Verhalten für so ein Ding. So. Perfekt. Geil. Okay. Wir haben noch ein paar Holzstöcke, die nehmen wir natürlich noch mit. Und ansonsten, wir haben uns den Köcher gebaut, wir haben hier das Ding einmal drumherum gebaut. Wir könnten theoretisch gesehen, ich meine natürlich, ich überlege gerade, ob es jetzt noch sinnvoll ist, loszumarschieren, um das Benzin rüberzubringen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß halt nicht, ob das, was wir hier drinne haben... Mal, ich pack das gerade mal hier rein. Ey. So. So. Die Pflanzenfasern packen wir noch hier drüben mit rein. Ja, aber es vielleicht sinnvoll wäre, dass wir unsere... unser Dingens holen, unser ATV. Dass, falls es hart auf hart kommt, dass wir uns vom Acker machen können. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, falls es wirklich so sein sollte, dass wir hier so überrannt werden, dass die uns hier so auseinanderwämsen, dass wir uns zur Not auf unser ATV setzen und sagen, Sayonara, wir sind raus. Ist das sinnvoll? Ich weiß es nicht. Ich meine, verkehrt ist es bestimmt nicht, oder? So eine kleine Fluchtmöglichkeit zu haben. Wir haben jetzt aber schon 5 Uhr, das heißt, das werden wir heute nicht mehr machen. Wir legen jetzt heute nochmal ein paar Steine nach. Und feuern hier den Lachs wieder an. Ich weiß halt nicht, wir könnten... Ich überlege gerade, was man noch bauen könnte. Haben wir irgendwas vergessen, was wir noch machen wollten? Ich glaube, fürs Erste sind wir erstmal... ganz gut gerüstet. Ich meine, nice wäre natürlich irgendwann, wenn wir so... ja, wenn wir so Eisenstuff vielleicht hätten, wirklich so Eisenwerkzeuge, das wäre natürlich schon nice. Wir werden uns wahrscheinlich auch einen neuen Speer bauen müssen, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass der noch allzu lange aushält. Oh, hier hinten brennt es noch ein bisschen. Warte. So. Ah, da hol ich nochmal Feuerholz. Da brauchen wir auch, ne? Ja. Okay. Ja, neuen Speer. Wie sieht's damit aus? 20 von 100 haben wir noch Haltbarkeit. Die schießt jetzt nicht so viel. Wo sehe ich denn mein Schild nochmal, sag mal? Das sieht man hier gar nicht, ne? Ich wüsste gerne, was mein Schild für eine Haltbarkeit hat, aber man sieht's hier nirgendwo. Das ist ein bisschen blöd. Ach, hier sieht man das. 76 von 100. Okay, das geht noch einigermaßen. Man kann sich halt leider keine... Was brauchte man für den Waffenständer? Den musste man erst researchen. Das war das Problem. Ich erinnere mich. Ja, ja. Okay, den Waffenständer müssten wir erst researchen. Das war die Kacke. Okay. Oh, ich höre irgendwo schon wieder... Dirschen?
Okay. Keine Ahnung, wo der ist, der Bruder. Ist aber auch egal. Lass mal kurz checken, was wir noch machen müssen. Oder machen, bauen sollten. Keine Ahnung, was vielleicht noch ganz nice wäre. Ich meine, so ein bisschen Ammo wäre halt auch geil eigentlich, ne? Aber da brauchen wir Tuch für. Oder Tücher, besser gesagt. Hier haben wir minus 10 Hitze. Tuch und Kevlar. Kupferbarren brauchen wir dafür. Pflanzenfasern und dreimal Tuch. Wie macht man denn Tuch? Warte, das ist bestimmt hier wieder so eine sonstiges Ingredients, ne? Kevlar Tuch. Mit dreimal Pflanzenfasern brauchen wir den Webstuhl. Ja, wir müssen looten gehen. Das hat gar keinen Sinn. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, ob hier Benzin drin ist. Ich weiß es nicht. Wir packen es auf jeden Fall rein. Nehmen es mit. Wir ziehen jetzt mal los und versuchen, unseren ATV wieder an Mann zu bekommen. Ich mache nochmal hier sauberes Wasser. Ich hole mir nochmal kurz was zu trinken. Was ist das? Schmutziges Wasser? Ekelhaft. Wir saufen uns nochmal voll. Wir lassen nochmal ein bisschen Wasser einkochen. Dann nehmen wir uns Wasser mit und dann laufen wir los, wenn es nächsten Tag dann wieder hell ist. Zwiebeln wir los und und versuchen unser ATV wieder herzuholen. Was brauchten wir nochmal für so eine neue Flasche? Konnten wir die hier machen? Warte mal, ich glaube beim Essen, ne? Essen, ne? Milch. Drei Aluminiumbarren, Alter. Aber wir können. Doch, können wir. Und dann tust du schon Wasser im Winter. Dieser Gegenstand kann nicht hergestellt werden. Okay. Wieso kann man den denn nicht herstellen? Was ist das denn für eine Kacke? Das ist ja ärgerlich. Was für ein Scheiß. Mann, ey. So, Wasser ist sauber. Ist da drin schmutziges Wasser? Nee. Okay, nehmen wir mal mit. Klang so nah. Irgendwie. Der Kollege, wo. Der hört sich so nah an. Wo ist der denn? Hm. Keine Ahnung. Der klang sehr nah, aber ist er scheinbar nicht. Naja, ist auch egal. Brauchen wir gerade sowieso nicht. Wir sind auf jeden Fall gut gerüstet, glaube ich. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Wir haben hier einmal wenigstens ein bisschen die Spitzen drumherum gebaut. Die haben 200, ja, wie nennt man das? Health. Ne? Also, die, wie gesagt, die werden uns jetzt hier nicht den Abend retten, aber ja, vielleicht zumindest ein bisschen. Das wäre ganz nice. Ich hole mal hier noch das Eisen raus. Ihr merkt schon, ich warte gerade so ein bisschen darauf, dass es dunkel wird, dass wir schlafen gehen können. Und nächsten Tag laufen wir dann mal los. Ich weiß, dann ist der 12. Tag, aber dann sind ja immer noch 2 Tage übrig bis zum 14. Das passt schon. Aber ich möchte mir einfach die Fluchtmöglichkeit belassen, dass falls wir hier wirklich in die Bredouille kommen, steigen wir auf unser ATV und machen uns aus dem Staub. Außerdem brauchen wir die Eisenbrocken für ein neues Schild. Habe ich nämlich gerade gesehen. Wenn man ein Schild machen möchte, braucht man 25 von diesen Eisenbrocken. Das ist sehr viel. Okay. Na? Das ist auch schon ärgerlich jetzt, wa? Alter! Bruder! Hab ich mich gerade erschrocken? Alter!
Hölle? Hab ich mich gerade verjagt? Leck mich am Arsch. Sind wir safe hier einigermaßen? Was für erst am 14. Tag greifen die an? Aber das hat gut geklappt, ne? Was haben wir bekommen? Plastik und ein paar Schrauben? Wow. Alter, die haben ja wirklich gar nichts dabei. Holy shit, was für Noobs. Die haben einfach noch weniger dabei wie ich. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Aber geil, hä, wie cool. Richtig nice. Ich meine, das war jetzt nicht so der Mega-Angriff, das waren nur zwei Stück. Aber das hat gut funktioniert. Die sind schön da hängen geblieben. Das gefällt mir sehr gut. Wir müssen nochmal gerade, wir haben keinen Speer mehr. Den müssen wir uns auf jeden Fall gleich einen neuen machen. Und ich meine, ich weiß natürlich jetzt nicht, was da angreift, ne? Kann man das nicht reparieren? Ach, mit einem Steinhammer. Okay, warte, ich hole den Steinhammer nochmal ganz kurz. Dann lasse ich das Ding hier nochmal kurz fallen. Warte, warte. Ne, wo macht man das nochmal? Hier? Ne, hier. Verbesserungswerkzeug einmal fallen gelassen. Und dann haben wir den Steinhammer. Was brauchen wir denn dafür? Wahrscheinlich Stöcker, ne? Okay, das Ding hat tatsächlich sogar nur 100. Sehe ich gerade. Zwei Stöcker brauchen wir dafür. Das ist natürlich... Das hat nur 100? Wow. Das ist ziemlich low tatsächlich, aber... Naja. So. Und repariert. Geil. Aber ich sag mal, das hat sehr gut funktioniert. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob wir unbedingt dieses Ding da oben, was wir gebaut haben, brauchen. Aber wir haben es. Falls wir es brauchen. Scheiße, naja. Okay, aber es ist egal. Wir haben es zumindest mal gemacht. Jetzt hätte ich die Eisenspitzen gerne hier gehabt. Aber das können wir ja nach und nach vielleicht, können wir das noch machen. Dass wir da Eisenspitzen draus fummeln. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn wir da vielleicht... Ja, noch ein bisschen nacharbeiten. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Ich hole mal das Eisen hier wieder raus und wir legen Steine nach. Wir haben übrigens keine Steine mehr. Sehr gut, wir haben schon wieder alle Steine aufgebraucht. Fantastisch. Alter, hab ich mich erschrocken. Junge, 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 Junge. Da ist der Kackstift aber losgegangen, wa? Boah, aber cool. Cool, cool, cool. Feier ich ja sehr. Feier ich ja ein bisschen sehr, muss ich sagen. Ja, wir müssen Steine holen gehen. Das bringt nichts. Komm, wir gehen Steine sammeln. Zack. Und... Na, komm schon. Ugh. So, haben wir noch eine Spitzhacke? Wir haben keinen Haken. Kein Speer. Das ist nicht gut. Wir sollten uns dringend einen neuen Speer machen. Weg mit dem Steinhammer. Was brauchten wir denn für einen Speer nochmal? Warte, ich vergesse sowas immer. Es tut mir mega leid. Ich weiß, es gibt bestimmt Leute, die können das mittlerweile auswendig. Eine Steinklinge, drei Stöcker und fünf Pflanzenfasern. Okay, eins, zwei, drei. Fünf Pflanzenfasern. Ja, komm, die war einfach mit, ist egal. Und eine Steinklinge, die haben wir hier noch. So, zack. 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 Ach, warte, wir machen es anders, komm. Geht das überhaupt? Das geht wahrscheinlich gar nicht, ne? Doch. Okay. Cool. Ja, perfekt. Da, jetzt wird's dunkel. Ich mag nicht im Dunkeln Steine sammeln gehen. Das mag ich nicht. Naja, das machen wir auch nicht. Machen wir auch nicht. Jetzt gerade, wo die Chance groß wird, dass hier angegriffen wird, gehen wir nicht los und sammeln jetzt Steine. Das sollten wir nicht tun, das ist nicht gut. Wir packen den Stock gerade mal wieder hier vorne rein. Warte, warte, warte. Zack. Und dann können wir Holz, legen wir jetzt gerade mal nicht nach, weil wir eh keine Steine zum Drauflegen haben. Aber wir können das hier nochmal runterholen. So. Super nice, super nice. Ja, ich weiß nicht, war das jetzt schon der erste Angriff? Oder war das eine kleine Kostprobe wahrscheinlich, was da noch so kommen mag, ne? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das alles war. Die werden auf jeden Fall ziemlich, die werden auf jeden Fall härter werden. Aber was wir mittlerweile wissen, wir können gegen die im Kampf bestehen.
Das heißt, wir können auch ohne rot zu werden dann auch mal anfangen zu looten, was eigentlich ziemlich cool ist. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Es gefällt mir sehr gut. Wir sind gut dabei, glaube ich. Ich weiß, es geht natürlich immer besser und ich weiß, dass da draußen auch Leute, ja, weiß ich nicht, die das Spiel schon länger gespielt haben, wahrscheinlich besser sind. Ne? Kann schon sein. Aber ich finde, für unseren ersten Run machen wir das hier, glaube ich, ganz gut. Ich habe gerade gesehen, wir hätten uns auch einen Knochenspeer machen können, ne? Der wäre vielleicht noch mal eine Ecke geiler gewesen. Aber passt schon. Was wir auf jeden Fall, also was ich gerne hätte hier von den Technologien, wäre einmal der Waffenständer. Das wäre, glaube ich, nice. Der Waffenständer wäre sehr geil. Einfach damit wir auch ein paar Waffen auf Vorrat machen können. Und was ich auch gerne hätte, wäre, wo war das denn jetzt? Der Stall wäre auch interessant, aber am wichtigsten wäre mir eigentlich diese Tische, das Waffengestell und die verbesserte Werkbank. Ich glaube, die brauchen wir ganz dringend. Da sollten wir auf jeden Fall hinarbeiten, aber ich glaube, da werden wir auf jeden Fall hinkommen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir diesen Technologiepunkt her hatten. Haben wir den erlootet? Ich glaube, wir haben den erlootet, ne? Looten wir. Kürbis, Gurken. Ja, komm, lass mal Kürbis hier anpflanzen. Jetzt gerade, wo es regnet. Das ist sehr gut. Gurke. Gurke. Neue Gurke rein. Und neuen Kürbis rein. Hier Kartoffel ernten und neue Kartoffel rein. Vergammeln die Kartoffeln eigentlich? Wahrscheinlich, ne? Okay, dauert aber. Dauert sehr lange, bis die Kartoffel vergammelt. Das ist gut. So, dann essen wir hier mal ein bisschen Gemüse. Oder gehen wir mal schlafen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns, also wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt Let's Play The Infected. Wir haben eine erste kleine Kostprobe bekommen, was es heißt, wenn wir hier angegriffen werden. Ich bin sehr gespannt, was das noch wird. Ich speichere mal. Ich bin sehr gespannt, was das noch wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge von Let's Play The Infected. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Und dann sind wir jetzt am 12. Tage. Schauen wir mal, was wir machen. Ich glaube, gerüstet sind wir ganz gut. Ich bin sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall, es wird spannend. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.